Hallo liebe Kochfreunde, ich bin der Matti und begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Leute, heute werde ich euch was Kleines, aber Feines zeigen. Heute machen wir einen roten Heringssalat. Das ist ein leckerer Fischsalat mit Matthiasfilet, weiteren Zutaten wie rote Beete, Apfel kommt noch mit rein, saure Gurken, Zwiebel, saure Sahne und glaub mir, wenn das richtig durchgezogen ist, mein lieber Mann. Ja, du brauchst nur einfache Zutaten. Das Rezept ist sehr simpel, auch für Ungeübte leicht umzusetzen. Du musst nicht groß kochen, nur etwas schnippeln. Und der Matthias ist nicht nur sehr lecker, also der Hering, sondern auch noch sehr gesund. Er landet bei uns so zweimal im Monat auf dem Tisch. Und wie man diesen Mann, wenn ich schon dran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wie man diesen roten Heringssalat zubereitet, das zeige ich in diesem Video. Also bleibt dran! Für den roten Heringssalat brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 4 Matthiasfilets bzw. 250 Gramm eingelegten Hering. Dazu 250 Gramm rote Beete aus dem Glas sowie 2 saure Gurken, eine Zwiebel und einen Apfel. 200 Gramm saure Sahne, 2 Esslöffel Weißweinessig sowie 2 Esslöffel Sahne-Meerrettich aus dem Glas. Zum Schluss noch jeweils 1 Teelöffel Salz und Pfeffer und etwas frischen Dill. Das sind die Zutaten und jetzt zeige ich euch, wie man diesen leckeren Heringssalat zubereitet mit roter Beete. Los geht's!
Ja, Leute, das war das Rezept für roten Heringssalat. Ich serviere gerne noch Salzkartoffeln dazu und Eier. Und ganz wichtig bei dem Rezept ist, nicht gleich essen, auch wenn es schwerfällt, sondern schön in den Kühlschrank stellen, mindestens 8 Stunden, noch besser einen Tag, damit sich die Aromen schön vereinen. Das Ganze gibt ja schön Saft ab und mischt das Ganze nochmal schön durch, bevor ihr es serviert. Ja, probiert das Rezept aus. Ich kann auch so viel erzählen, das muss man gesehen haben, das habt ihr jetzt, aber das muss man einfach mal nachmachen, ausprobieren und glaubt mir, der Geschmack, der wird euch umhauen. Probiert das aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Matt.